wohne jetzt in Deutschland und ich studiere in Deutschland, aber ich komme aus Mexiko. Ich bin Mexikaner. Du kommst aus Mexiko. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und du bist überzeugt vom Islam? Ja, also ich habe in den Islam gefunden, alles, was ich wollte, so einen richtigen Weg, um mein Leben zu enden, um das Leben zu sehen, um das Leben zu verstehen. In die anderen Religionen, sie sagen nur viele Sachen, und sie sagen niemals richtig, wieso bist du genau hier in der Welt, oder was sollst du denn tun? Es ist nur, ja, du musst glauben und du musst bestimmten Sachen glauben, das ist alles. Wieso? Sie sagen nur, ja, wieso soll ich das? Wieso ja? Aber niemand sagt dir, wie sollst du dich benehmen, wie sollst du denn... Also du findest den Islam logisch? Logisch, ja. Auf jeden Fall logisch in alles. Also ich bin Juden aufgewachsen, ich 12 Jahre war. Nachdem meine Oma gestorben ist, dann hatte ich keine Religion mehr. Weil Oma hat mich bin ich mit meiner Oma aufgewachsen. Und danach, mein Papa ist katholisch, aber er ist kein Gläubiger. Und meine Mama ist wahrscheinlich auch Judin, aber auch nicht Praktikanten. So, danach hatte ich bis jetzt, wie es Deutschland hatte, ich noch keine Ahnung, was ich war oder was ich machen sollte. Ich hatte immer an Gott geglaubt, natürlich, aber niemals mit dem Grundlage nur. Und du hast angefangen, im Koran zu lesen. Ja, ja, ich habe mir einen Koran auf Spanisch gekauft. und also bei mir hat ganz gut funktioniert. Ich habe alles verstanden, alles. Also ich hatte am Anfang auch auf Deutsch, aber das war ein bisschen noch schwieriger, weil auf Deutsch und manchmal ist Wörter, dass ich nicht so ganz verstehe. Und auf Spanisch, alles, was ich gefunden war super einfach zu verstehen, einfach zu analysieren. Und dann also habe ich gesagt, ja, so, das ist die Wahrheit, was kann man sagen. Ja, Alhamdulillah, weil du ehrlich bist, weil Allah in deinem Herzen die Ehrlichkeit gefunden hat. Deshalb hat Allah dich richtig geleitet. Lass uns direkt mit dem Glaubensbekenntnis anfangen. Du bist überzeugt, dass Islam die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Ich bin überzeugt. Du wirst jetzt von deinem Herzen bezeugen, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja, ich bezeuge das. Soll ich das auch sagen? Nee. Dann machen wir das erstmal auf Arabisch. Okay, das wird schwierig, aber ja. Aber das muss vom Herzen kommen, aus Überzeugung. Aha. Okay. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasul. Allah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jetzt bist du offiziell Muslimin, Schwester. Echt? Ja. Oh, ich freue mich ganz so viel. Ich freue mich, ich habe das Licht gewonnen. Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Muss ich das auf Deutsch aussagen oder nur so? Wie du willst, du kannst das auch auf Deutsch sagen. Na, okay. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad, der habe ich verloren. Was ich ja, weil du ein bisschen aufgeregt bist. Ja, ich bezeuge das. Langsam. Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Ja. Muhammad ist dein Prophet jetzt. Du musst Allah dienen, wie dieser Prophet Allah gedient hat. Und nicht wie du willst, sondern wie dieser Prophet Allah gedient hat. Denn Allah hat ihn entsandt für die gesamte Menschheit, damit die Menschheit Allah so dient, wie dieser Prophet Allah gedient hat. Das ist dein Vorbild.
Und da, so viele Fragen. Kann man so einfach so schnell anfangen? Ja, du musst jetzt anfangen. Inshallah, du bist jetzt 23 Jahre alt. Ja. Inshallah, alle deine vorherigen Sünden sind inshallah jetzt in diesem Moment gelöscht worden. Du fängst jetzt ein neues Kapitel an. Du fängst ein neues Leben an. Du bist jetzt wie ein kleines Baby, neugeboren, sündenfrei. Jetzt musst du versuchen, gute Taten zu verrichten. Und die guten Taten fangen immer mit den Pflichten an. Das Erste, was du praktizieren musst, damit du die Verbindung zu Allah hast, zu deinem Schöpfer hast, ist das Gebet. Das Gebet ist die Verkabelung, die Verbindung zu deinem Schöpfer. Das Gebet ist die Nahrung für deine Seele. Es gibt in jeder Moschee Frauenabteilung. Geh einfach zu den Frauen, sie werden sich sehr freuen und inshallah, sie werden dir auch das Gebet praktisch beibringen. Okay, danke schön. Bitte, bitte, Schwester. Okay. Alles Klar. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.